So, und dann habe ich noch was in eigener Sache. Ich bin ein bisschen gut drauf heute. Mal hier in der Isolation, in der Corona-Isolation. Bitte vergesst nicht, mir zu sagen, wenn es vorbei ist. Ne? Ja, aber ich habe da mal recherchiert. Moi habe nämlich was herausgefunden. Und zwar, dass ich möchte, dass ihr mich ab heute nur noch den Bekloppten nennt. Und dass ich erhebe hiermit den Anspruch auf den Terminus der Bekloppte. Weil das sowieso die ganze Welt von mir denkt, dass ich bekloppt bin. Bis auf die, die mich kennen, die wissen es, aus guten Gründen, ja. Und hier, ich hab das recherchiert. Nee, könnt das selber. Ich hab gerade hier, es hängt noch am Kabel, sonst geht's aus. So, warte, hier geht da einfach auf duckduckgo.com oder eine Suchmaschine eurer Wahl und gebt mal der Bekloppte ein. Und bisher erhebt den Anspruch auf diesen Titel, Terminus, Titel, Barnabas der Bekloppte aus Harry Potter. Das ist eine fiktive Figur. Das geht mal gar nicht. Also, der hat für mich nicht, das ist für mich nicht der, an den, dessen Bild, dessen Gesicht, dessen der Antlitz vor dem geistigen Auge desjenigen aufkommt, der den Namen der Bekloppte hört. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Guckt selber nach, es ist nix. Boris der Bekloppte steht da drunter, auch aus Harry Potter Wiki Fandom. Das hat alles kein Hand und Fuß. Duden bekloppt steht da drunter, Barnabas der Bekloppte, wieder Boris der Bekloppte. Das sind alles hier, der Bekloppte mit dem Mallorca, das ist aber wieder was anderes. Ne? Ich möchte gerne der Bekloppte sein. Also, ne, also, bin ich ja eh. Also kann man es auch einfach das Pferd beim Namen benennen. Und ich bin ab heute der Bekloppte. Ich werde euch auch jetzt so grüßen, wenn ich dran denke. Ne, werden wir mal schauen, wie gut ich das hinbekomme. Aber ihr sollt mich ja vor allen Dingen so nennen. Für mich ändert sich ja nicht groß was. Ne? So. Nur, dass ihr auch Bescheid wisst, wenn demnächst Leute um euch herum von dem Bekloppten reden, der da war, der Bekloppte, der da auf Mallorca bei dem Bäcker auf der Finca war, oder der Bekloppte, der da mit dem Öffi den Personalausweis zerschnitten hat, der Bekloppte, der die ganze... Ach, ihr wisst schon, ne? Müsst ihr einfach nur meinen YouTube-Kanal gucken. Ja, was auch bekloppt auch. Der ist auch ein Bekloppter, der Typ, ne? Das sagt man so über mich. Das ist ein Bekloppter. Das ist ein Bekloppter, der so ein bekloppter Bauchi. Das ist ein alberner, bekloppter Bauchi. Schweinesau. Alberner Schweinesau, Arschloch, Pillermann, Bauchi, Arschloch. Bekloppter. Ich will das in einem Atemzug haben. Bauchi, der Bekloppte. Das möchte ich auf meinem Grabstein stehen. Nee, ich werde keinen Grabstein haben. Vielleicht will mir ja irgendwann mal einer einen Grabstein aufstellen und dann möchte ich aber, dass da Bauchi der Bekloppte draufsteht. Klar soweit. Ich kann nur einmal begraben werden, maximal. Das wäre sowas quasi wie mein letzter Wunsch. Ich äußere ihn jetzt schon, aber es wäre dann mein letzter Wunsch. Das möchte ich gerne für mich in meinem Leben einfach erreicht haben. Ich habe heute auch wieder viel gelernt. In der YouTube University zum Beispiel. Und habe von einem kleinen, also so klein ist sie gar nicht, ich weiß nicht,
vielleicht 1,63 Meter. Kann man im Video immer so schlecht abschätzen. Ne? Anastasia heißt die, eine Russin, die Englisch spricht. Und herzerwärmende Videos macht. Mit einer Logik, wo ich denke so, cool, wieso denken nicht alle so? Wir leben so viel einfacher. Ja. Von der habe ich gelernt, dass das Ergebnis zählt. Nur das Ergebnis. Und dass es Spaß macht. Und dass einen Sorgen machen nicht weiterbringt. Nee, da bin ich lieber der Bekloppte. Versteht ihr? Versteht ihr? Ich stehe einfach dazu. Ich das damit identifiziere ich mich. In dieser Welt, in der wir alle so miteinander kommunizieren können, bin ich stolz darauf, dass ich der Bekloppte bin. Das ehrt mich. Ich kann das nicht beschreiben, wie sehr es mich ehrt. Das bekloppte Bauchi-Arschloch zu sein. Der Schweinesau, Alberner. Der alberne Schweinesau Pillermann-Arschloch bekloppte. Also auch ein lieber auch, ne? Also auch ein lieber Arschloch auch. Bekloppter Pillermann auch. Klar, ne? Das heißt ja nicht, dass der böse ist, ne? Der ist aber bekloppt. Das ist der Bekloppte. Der, hier, glaub, da hast du gesehen, da ist der Bekloppte schon wieder vorbeigegangen. Ja. Das sagen die Leute sowieso. Verstehst du? Also, ich wollte es nochmal gesagt haben. Hier, ne? Nee, da.